Drei Monate nach dem Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hat in Saudi-Arabien der Prozess gegen 11 Verdächtige begonnen. Die Staatsanwaltschaft fordert in 5 Fällen die Todesstrafe. Der Kolumnist der Washington Post wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialteam getötet. Der ehemalige Vizechef des Geheimdienstes Ahmed al-Asiri gilt in den Augen der Ermittler als Drahtzieher. Auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wurde mit der Tat in Verbindung gebracht. Die Führung in Riad war nach der Ermordung Khashoggis international in die Kritik geraten. Ein Datum für die Fortsetzung der Verhandlung wurde nicht genannt.